So sieht es aus, wenn ich mich auf meine Kreativvorträge für meine nächste Reise mit AIDA vorbereite. Das teile ich heute wirklich zum ersten Mal. Normalerweise mache ich das nämlich immer ganz heimlich, still und leise. Aber heute nehme ich euch mal mit bei meinen Vorbereitungen und erzähle euch, was ich dort als Edutainerin überhaupt mache. Mitte Juni geht's für mich nämlich wieder los und da wird's höchste Zeit, alles vorzubereiten. Ich beginne mal mit meinen Workshops. Je nach Reise biete ich ca. 6 verschiedene Workshops an und dafür brauche ich, wie ihr hier seht, jede Menge Material. Nach jeder Reise sortiere ich wieder alles und schaue, was verbraucht wurde und was muss nachbestellt werden. Aber fangen wir von vorne an. Was für Workshops sind das jetzt? Ich habe eine möglichst breite Palette dabei, damit auch für alle Gäste etwas dabei ist. Also von Handlettering, Origami-Falten, Diamond-Painting, Doodles-Zeichnen bis hin zu Urlaubsvideos schneiden und ganz neu ist auch mein Workshop, kreative Urlaubserinnerungen selber machen. Ihr seht hier auch gerade die Materialien für Magnete zum Selbermachen. Dazu habe ich vor kurzem mein eigenes YouTube-Video hochgeladen. Das verlinke ich euch hier mal, falls du mehr darüber erfahren möchtest, wie ich so einen Workshop entwickle. Und auf der großen Bühne im Theatrium gebe ich dann noch 4 verschiedene Vorträge zum Thema Kreativität. Ich erkläre zum Beispiel, warum Kreativität so wichtig für uns ist und stelle verschiedene Kreativitätstechniken vor, die einem helfen, wieder kreativer zu werden. Ich muss die Materialien übrigens immer möglichst kompakt einpacken, denn das muss alles in meinen Koffer passen. Fragt mich nicht, wie ich das jedes Mal wieder aufs Neue schaffe. Und ich habe jedes Mal so Angst, dass ich etwas vergessen habe oder zu wenig Materialien eingeplant habe, weil ich ja vorher nicht genau weiß, wie viele Gäste sich letztendlich für meine Workshops anmelden. So, für manche Workshops muss ich auch noch einiges ausdrucken, zum Beispiel für den Handlettering-Workshop. Da benötigen wir Arbeitsblätter. Da kommt für 20 Teilnehmer schon einiges zusammen. Ein paar Motivvorlagen drucke ich natürlich auch noch aus, damit die Teilnehmer auch genügend Inspiration haben. Da habe ich auch ein paar Motive extra zum Thema Reisen gestaltet. Ich denke, das könnte Ihnen gut gefallen. Und alles wird natürlich ordentlich sortiert. Mittendrin hat dann die Farbe im Drucker auch den Geist aufgegeben. Gut, dass ich noch eine neue zum Austauschen hier hatte. Das wäre sonst echt ärgerlich gewesen. Jetzt seht ihr mal, dass ich auch nicht jeden Tag malen und basteln kann. Viele denken das nämlich. Aber ich muss auch einiges an organisatorischen Dingen erledigen. Ich muss Workshops planen, die Inhalte dafür erstellen, Materialien einkaufen und so weiter. Aber das gehört nun mal dazu. Damit ich dann auf dem Schiff kein Chaos in die Arbeitsblätter bekomme, sortiere ich die hier schon mal und hefte sie mit Büroklammern zusammen. Dann kann ich es im Workshop ganz einfach und schnell an die Teilnehmer verteilen. Die Teilnehmer lernen übrigens 3 verschiedene Alphabete in dem Workshop. Ein Druckschriftalphabet, einen mit der Vorkalligrafie und dann das Brushlettering. Und damit gestalten wir dann verschiedene Handlettering-Kunstwerke. Man kann selbst entscheiden, ob man etwas Eigenes entwirft oder meine Vorlagen nutzt. Die habt ihr ja vorhin schon gesehen. Weiter ging es mit dem Diamond Painting Workshop. Ich habe alle Teile gezählt, die noch übrig sind und anschließend überlegt, welche ich nachbestellen möchte. Ich biete immer verschiedene Motive an Untersetzern und auch kleine Anhänger, zum Beispiel mit Elefanten, Delfinen und Walen. Die sind immer sehr beliebt, die muss ich unbedingt nachbestellen oder auch Eulen. Aber allgemein sind die Meeresmotive immer am schnellsten weg, ist ja bei einer Schiffsreise auch irgendwie logisch. Alle Motive kommen dann mit dem passenden Steinchen wieder in die Beutel. Das ist echt ganz wichtig, dass nichts durcheinander kommt. Sonst habe ich echt ein Problem, wenn ich nicht mehr weiß, welche Steinchen zu welchem Motiv gehören. Diejenigen, die Diamond Paintings machen, wissen, wovon ich spreche. Die neuen bzw. nachbestellten Motive, zum Beispiel diese Mandala-Untersetzer, die finde ich auch richtig schön, müssen dann erst sortiert werden. Leider werden die nämlich nicht in diesen Zip-Beuteln zugeschickt. Seid ihr eigentlich Diamond Painting-Fans? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin immer wieder erstaunt, wie beliebt der Workshop ist. Das Schöne ist, hier können wirklich alle mitmachen, egal ob jung oder alt, das ist wirklich für jeden etwas. Jetzt ist es dann aber fast geschafft und ich muss echt sagen, beim Zusammenpacken kommt auch immer etwas Vorfreude hoch, weil mir bewusst wird, dass es bald wieder losgeht. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich euch bei den Workshops mit der Kamera mitnehmen soll. Wird euch das interessieren? Jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, macht's gut und bleibt kreativ!